Herzlich willkommen in der Sportnews-Redaktion. Der heutige Dienstag bringt diese Themen. Gestern Abend ist Andreas Seppi in der ersten Runde des mit über 2 Millionen Dollar dotierten ATP-Turniers in Dubai ausgeschieden. Wenige Tage nach seinem 31. Geburtstag zog Seppi gegen den Franzosen Richard Gasquet mit 4:6, 7:6, 4:6 den kürzeren, obwohl Seppi im dritten und entscheidenden Satz bereits 4:2 in Führung lag. Seit gestern Nachmittag kennen die Handballer des SSV Bozen ihren Viertelfinalgegner im Final Eight um den Italienpokal, das am kommenden Wochenende in Syrakus ausgetragen wird. Die Talverstädter treffen am Freitag auf Ambra. Im Halbfinale würde die Fusina-Truppe auf den Sieger der Partie Carpi gegen Fondi treffen. Das Finale wird am Sonntag, 1. März, ausgetragen. Die italienische Eishockeymeisterschaft Serie A wird heute Abend um 20.30 Uhr mit Spiel 2 der Viertelfinalserie fortgesetzt. Eppan empfängt zu Hause Asiago, Grön hat die Rittnerbuben zu Gast und der WSV Sterzing spielt gegen den HC Pustertal. Jedes Spiel ist zu spielen, das ist Playoff und wir müssen in der Leistung heute anknüpfen und weitergehen. Ja, ich will ja, defensiv ein bisschen besser stehen. Vor dem Tor ein bisschen härter spielen, denke ich, und da wird es schon gehen. Auch in der Ebel wird heute Abend gespielt. Der HCB Südtirol hat ab 19.45 Uhr im Spitzenspiel der Qualification Round die Graz 99ers zu Gast. Wenn die Foxes gewinnen und gleichzeitig Klagenfurt bzw. Dornbirn verlieren, dann ist die Playoff-Teilnahme der Bozner auch mathematisch fix. Das war's ja auch schon wieder, unsere aktuelle Ausgabe von Sportnews TV. Wir wünschen einen schönen Tag. Bis morgen.